Die Loire im Herzen Frankreichs. Einer der letzten ursprünglichen Flüsse Europas. Bis heute konnten Staudämme und Flussbegradigungen verhindert werden. Die Menschen an ihren Ufern haben sich eine eigene Kultur bewahrt, die sie standhaft gegen moderne Einflüsse verteidigen. Der Künstler Jean-Jacques Martin ist einer dieser Menschen, die im Rhythmus dieses längsten Flusses Frankreichs leben. Ein Septembermorgen. Die Loire erwacht. Durch eines der regelmäßigen Herbsthochwasser ist der Wasserpegel über Nacht um einen guten Meter gestiegen. Ohne Kanal oder Staudämme tritt die Loire schnell über die Deiche und verteilt sich in die toten Nebenarme. Wenn das Wasser über die Ufer tritt, nimmt es Schlamm und organische Stoffe in sich auf, die als Nährstoffe für die Fische dienen. Durch die Verwirbelungen entsteht eine weiße Gischt. Mit 31 Jahren ist Nicolas Hérault einer der letzten hauptberuflichen Fischer auf der Loire. Etwa 100 von ihnen gibt es noch. Ab und zu fährt er Freunde und Bekannte auf seinem Boot. So wie Jean-Jacques Martin an diesem Morgen. Jean-Jacques Martin ist Zeichner und Bildhauer. Er liebt die Morgenstimmung auf dem Fluss und versucht in seinen Werken, Licht und Farben der wilden Loire einzufangen. So ein Hochwasser ist dabei jedes Mal ein ganz besonderes Schauspiel. Das hier ist ein besonderer Ort. Manchmal scherze ich und sage, ich gehe in den Amazonas. Dann bewege ich mich aber nur einige hundert Meter von meinem Haus weg. Wenn man einmal im Flussbett der Loire ist, sieht man kaum noch jemanden. Es gibt keine Gebäude mehr. Nur noch wilde Tiere. Biberratten oder Dachse, die auf den Inseln leben. Diese einfachen Flüsse sind unser Paradies. Hier hat sich unsere Kultur angesiedelt. An der Grenze zwischen den Provinzen Touraine und Poitou treffen sich die Standverkäufer der Region einmal im Monat zum Markttag. La vie est belle. Je sais rien. Depuis qu'elle a quitté son petit Hollandais. Ein kleines Stück. Ja, Herr Direktor, ich gehöre Ihnen wie die Sardine dem Öl und die Makrele zum Weißwein. Und bitteschön, mein Freund. In dieser Größe, bitteschön. Die Aale kommen von der Sargasso-See im Golfstrom bis in die Loire gewandert. Dort werden sie in Reusen gefangen und lebend verkauft. Sie sind eine Spezialität des Marktes. Diesen Markt nennt man den Markt für alles. Man findet hier auch Lebensmittel wie Geflügel. Es ist ein bisschen wie auf den Märkten von früher. Die Menschen von den Ufern der Loire, wie auch aus dem Inneren des Landes, versammeln sich hier. Es ist unser Erbe. Eine bunte Mischung unserer Kultur. Zum Wohl. Die Bewohner an den Ufern der Loire, die sich nach dem bretonischen Flussnamen Ligère, Ligérien nennen, gelten als gastfreundlich und warmherzig.
An den Ufern des Flusses, hinter den Deichen, haben sie ihre Häuser in den Tuffstein gebaut. Dieser Stein ist ein 100 Millionen Jahre altes Erbe aus der Zeit, als das Meer die Gegend bedeckte. Mikroskopisch kleine Kalkplättchen hatten sich damals auf den Meeresböden abgelagert. Über Millionen Jahre hinweg bildeten sie aus Ablagerungen diesen weichen Stein, den die Menschen wie Butter ausgehöhlt haben. Diese Höhlen haben sogar mehrere Etagen. Die Loire ist der längste Fluss Frankreichs. Sie durchläuft 1020 Kilometer von der Quelle am Berg Montgerbier de Jean in der Ardèche-Region bis zu ihrer Mündung zwischen Nantes und Saint-Nazaire. Die Heimat von Jean-Jacques Martin ist ein Teil des Tals der Könige, das zwischen Tours und Caen-Saint-Martin liegt. Es ist ein 280 Kilometer langer Land- und Wasserstreifen, der im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Loire ist ständig in Bewegung. Sie wird durch die Strömungen verschoben, wechselt fortwährend ihren Lauf und zeichnet so ihr eigenes Flussbett. Ein einfacher Ast wird zum Hindernis, an dem sich der Sand anhäuft. Sehr schnell verwandelt sich die Sandbank in eine Insel und die Insel in einen wildgewachsenen Wald. Dabei entstehen tausende Wasserlöcher, die für Wanderer leicht zur Stolperfalle werden können. Aber sie sind auch Laichplätze für Fische und diese wiederum dienen als Nahrung für Vögel. Die Loire ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Selbstbesinnung für die Menschen, die an ihrem Ufer leben. Auch für Jean-Jacques Martin. Hier ist für mich das Paradies. Ich würde meine kleine Heimat niemals gegen eine andere eintauschen. Hier wird jeder akzeptiert. Derjenige ist ein Touréner, der Lust hat, mit uns zu leben und zu teilen. Das ist allerdings sehr wichtig. Die Loire ist ein freigebiger und gleichzeitig gefährlicher Fluss. Er kehrt zurück zu seiner wilden Seite, die ich lange nicht gesehen habe. Man sieht wieder klares Wasser. Wir finden zu einer sauberen Loire und damit zu unserem wahren wilden Fluss zurück.